UAM. Und dann sagte, so honey now, so honey now. Da kommt nämlich der Chorus, der Chorus, der. Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu diesem richtig schönen, coolen Gitarrentutorial von Ed Sheeran und Thinking Out Loud. Ganz tolle Ballade, ganz, ganz aktuell gerade in Radio und überall, wo man Lieder hört, hört man Thinking Out Loud. Und wir werden jetzt das ganze Lied machen. So umfangreich ist es nicht, aber wir müssen halt wieder so ein bisschen auf Ed Sheeran Art spielen. B-Moll ist auch dabei, ist jetzt aber nicht so tragisch. Es wird jetzt nicht so überall in jeder Strophe oder so eingesetzt, aber wir müssen auf jeden Fall ein B-Moll spielen. Das erkläre ich euch aber ganz, ganz simpel, ganz leicht. Und ja, na, dann würde ich sagen, gehen wir in die letzten rein und wir müssen auch diesmal kein Capo in oder auf die Gitarre raufpacken. Ja, wir kommen ohne Capo diesmal aus und da freue ich mich drauf, ja. Also, wir gehen jetzt mal direkt in die letzten rein. So, also, wir fangen jetzt direkt mal an. Und zwar, ihr seht jetzt hier den ersten Teil oder die Strophe, das, was man jetzt halt an der Gitarre hört. Normalerweise ist jetzt die Gitarre mit einer Clean E-Gitarre gespielt, aber das wird dann nachher noch mit Klavier kombiniert und noch mit anderen Instrumenten. Wir spielen das jetzt schön an der Akustikgitarre. Und jetzt, das erste ist jetzt ein D, was wir aber noch nicht direkt voll durchgreifen, sondern so auf Ed Sheeran-Art mit einem Hammer-On versehen. Wir gehen erstmal mit dem Ringfinger auf den dritten Bund auf die H-Seite. So. Jetzt haben wir jetzt hier in den Tabs, sehen wir, dass wir ein ganzes D spielen. Das spiele ich nicht. Ich spiele nur bis zur H-Seite. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr möchtet. Aber ich finde, die E-Seite unten klingt zu hoch. Aber bei dem Gitarrenstück hört man auch nicht immer alle Noten so super raus. Es ist sehr, sehr schön aufgenommen, aber auch sehr reduziert. Ja? Und ich finde aber, dass es nur bis zur H-Seite klingt. So, und jetzt die 3 auf die H-Seite. Und jetzt gehen wir mit dem Mittelfinger. Also wir spielen die D-Seite, G-Seite und H-Seite. Ja? Diese 3 spielen wir jetzt einmal an. Schön mit dem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger spielen wir die an. Und dann machen wir mit dem Mittelfinger einen Hammer-On auf den zweiten Bund auf die G-Seite. So. Und danach machen wir so einen typischen Ed Sheeran Perkussivschlag. Hauen wir einfach so schön auf die Saiten drauf, dass die Saiten auf die Bünde klatschen. Jetzt gehen wir auf ein D-Fis, das heißt, dass wir einfach mit dem Zeigefinger auf den zweiten Bund oben auf die E-Seite gehen. Ja, seht ihr hier? Da entsteht dann ein D-Fis, das heißt, dass wir ein D spielen, aber mit Fis, also mit dem Zeigefinger im zweiten Bund im Bass. Und dann spielen wir jetzt hier oben die E-Seite an, die D-Seite, G-Seite und H-Seite. Diese 3. Und dann hört ihr schon diese Melodie des Liedes. Ja, sehr schönes Liebeslied. Also, da müsste so auch der direkt dahinter packen. Jetzt steht hier in den Tabs, steht jetzt das D-Fis zweimal hintereinander. Das kann man machen, weil man hört auf jeden Fall in dem Lied, dass er da noch irgendwas spielt. Wenn ich das jetzt spiele, halte ich das D-Fis immer ein bisschen. Das habe ich so für mich persönlich, finde ich das ein bisschen schöner. Na, man kann jetzt aber das D-Fis nochmal zweimal spielen. Und dann auf das G. Oder man spielt es so wie ich. Man hält es einfach ein bisschen. Ich finde es halt ein bisschen schöner.
Und dann klopfen wir halt wieder drauf. Ja, seid ihr bis dahin, kommt ihr mit? Ja, ne, denke ich mal. Und dann gehen wir jetzt auf ein G. Da gehen wir einfach mit dem Mittelfinger auf den dritten Bund oben, auf die E-Seite. Und spielen oben die E-Seite mit dem Daumen, Zeigefinger D-Seite, Mittelfinger G und Ringfinger immer noch die H-Seite. Diese drei bleiben gleich, ne? Und der Daumen oben spielt oben dann die Bassnote. So, jetzt seht ihr hier wieder in der Tablatur, dass unten die H-Seite leer gespielt wird. Ich finde wieder mit dem, also ich finde der Ringfinger ist ein bisschen schöner, wenn der auf der H-Seite ist. Und ihr seht, diese Tablatur, die habe ich jetzt extra mal so genommen, dass sie etwas variiert von meinem Spiel. Ihr könnt dabei etwas variieren, gerade bei Ed Sheeran-Liedern ist da so ein bisschen Interpretationsspielraum. Ja, das müsst ihr nicht 100% super duper übernehmen. Ich finde das mit dem Ringfinger ein bisschen schöner. Ihr könnt das aber auch offen lassen, ja? Wie ihr möchtet. Ah, und dann spielen wir mal einmal von vorne. Ihr seht, zwischen diesem D-Fis und dem G gibt es ein ganz kleines bisschen, so ein kleines Päuschen, ne? Sondern der ist ganz leicht versetzt. Anders muss man so ein bisschen üben, muss man vielleicht mal mit dem Lied mal mitspielen. Ja, das dauert dann ein bisschen, bis man das mal dann raus hat. Und danach kommt ein A. Ein normales, stinknormales A-Dur. Da gehen wir mit dem Zeigefinger in den zweiten Bund auf die D-Seite, mit dem Mittelfinger zweite Bund auf die G-Seite und Ringfinger zweite Bund auf die H-Seite. Und dann spielen wir entweder hier einfach dann zusammen, man kann es sogar auch einfach anstrummen, wie man halt möchte. Ja, einfach A, D, G und H-Seite anspielen. Und dann, ich mache dann immer nochmal einen Klopfer. Steht jetzt hier in den Tabs zum Beispiel auch nicht drin. Ja, und das ist jetzt so eine Sache. Ich finde schon, dass man das raushört. Ich müsste mir vielleicht da noch mal genau 100% mit Kopfhörern das Lied analysieren, weil diese E-Gitarre, die da ist, ne, da hört man dieses Klopfen, ist immer nur so. Bei der Akustikgitarre hört man richtig tschick. Und bei der E-Gitarre hört man immer nur einen ganz, ganz kleinen minimalen Ton. Ja? Und dann nach dem A mache ich halt automatisch einfach ein Draufklopfer, das passt einfach perkussiv, passt das so wunderbar in den Kontext. Und dann spielen wir das A. So, und dann spielen wir einmal ganz kurz den zweiten Bund auf der G-Seite und machen einen Hammer-on auf die 4 auf die G-Seite. Ich habe jetzt auch noch andere Noten und andere Tabs gesehen, da wird sowas dann gezeigt, dass wir einen Hammer-On machen und einen Pull-Off und dann irgendwie einen Hammer-On auf die 4 auf die D-Seite. Das finde ich nicht ganz so richtig, aber ich finde schon, dass es manchmal. Das ist so ein bisschen wie so ein auf die 4 und dass er dann nochmal einmal kurz die 2 spielt. Aber das ist jetzt halt, wie gesagt, mit dieser E-Gitarre hört man es ein bisschen schlecht raus. Er macht auf jeden Fall dieses A. Macht er ganz schnell. Das ist ein ganz, ganz schneller Anschlag von der 2 auf die 4. Und dann geht er direkt wieder auf das Fis. Also auf das D und dann auf das D-Fis. Dann wieder G, A. Yo, so viel erstmal zu dem Intro bzw. zu der Strophe. Hätten wir eigentlich schon fast das halbe Lied. Ja, wenn ihr damit Probleme habt und wenn ihr das nochmal gerne mit jemandem durchgehen wollt, dann könnt ihr mich gerne bei meinem Videounterricht oder zu meinem Videounterricht buchen. Hier unter dem Video gibt es dazu Links oder einen Link auf meine Internetseite und da wird euch nochmal alles erklärt, wie ihr das da machen könnt, wie ihr mich quasi mit mir im privaten 1 zu 1 Unterricht, Einzelunterricht mit mir arbeiten könnt. Ja, das würde ich auch jedem empfehlen. Und ja, wem das Video hier gefällt, beziehungsweise auch wem das weiterhilft, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt bei YouTube und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann mich hier dann auch noch abonnieren. Ja?
Und darüber hinaus habe ich halt noch meine Facebook-Seite, die könnt ihr auch liken, da bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, weil ich da immer alles poste und Meinungen und Fotos und hier und da. Und das ist dann immer schön, wenn da auch dann die Leute immer so ein bisschen mitmachen. Wenn wir jetzt die Strophe, also das Intro und die Strophe, wenn er dann anfängt zu singen, dieses "When your legs don't work like they used to before, do 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 do, and I can't sweep you off, and your feet", ja, ist halt sein Ed Sheeran-Style, den kann ich nicht nachmachen, ich bin noch nicht so vermessen, dass ich sage, ich kann wie Ed Sheeran singen. Dieses Lied ist eh vom Gesang her schon ein bisschen schwierig, es ist, hat er wirklich mal wieder sehr gut gemacht, sehr gute Harmonien auch im Gesang, super coole Melodie, wirklich ganz, ganz tolles Lied, hätte ich nicht gedacht, ja, ich war so nach Sing von Ed Sheeran, war ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Und ich habe mal das Album aber auch nicht angehört und es ist ein super Lied, wirklich. Wir spielen die Strophe komplett durch, also wirklich immer mit den gleichen Akkorden. Ne? D, Defis, G und A. D, Defis, G und A. Und so weiter und so fort. Die ganze Zeit durch, ne? Bis er dann halt, bis zum Ende der Strophe kommt mit diesen "And I'm thinking about how". Und dann kommt der Pre-Chorus, wo er singt "People fall in love in mysterious way, maybe just a touch of hand, well me I fall in love with you every single day and I just wanna tell you I am". Und dann kommt ja dann der Chorus. Der Pre-Chorus wird jetzt gespielt. E-Moll. A. Dann kommt D. So, wir spielen das wieder einfach so an. E-Moll. E-Moll kommt doppelt, könnt ihr euch merken. Ihr könnt das wirklich immer auf diesem perkussiven, auf diese perkussive Art spielen. Mal. Ja, dann einmal anspielen, draufklopfen, nochmal anspielen, bisschen halten, nochmal draufklopfen. Ihr könnt das aber auch, wenn ihr wollt, irgendwie so anspielen. Ja, da bleibt euch. Da bleiben euch alle Freiheiten, wie ihr möchtet. Also ich spiele es aber so an, also ich zupfe so. Dann gehen wir auf das A. Und dann D. Wie gesagt, das A und das D, die sind quasi verkürzt. Das E-Moll ist doppelt. A und D ist dann nur einmal. Also E. A. Und D. Dann kommt wieder das E-Moll. Maybe just a touch of a hand. Dann kommt dann wieder das A. Also das E ist dann auch doppelt. Wieder. Dann kommt das A. A ist dann auch doppelt. Dann kommt wieder das E. Well me, I fall in love with you every single day. Und da kommt bei Day kommt das B-Moll. Das machen wir jetzt. Also E-Moll. So, einmal das A und einmal das B. Huhuhuhu. Das ist jetzt hier schon schwierig, ne? Also wir haben das E-Moll. Dann kommt das A. Und jetzt kommt das B-Moll. Das B-Moll wird gespielt. Zeigefinger auf den zweiten Bund ab der A-Seite. Ja, A bis E. A-Seite ist die zweite von oben. Zeigefinger. Ja, lacht nicht. Es gibt genügend Leute, die das nicht wissen. Ringfinger, vierte Bund auf die D-Seite. Jetzt kommt der kleine Finger, vierte Bund auf die G-Seite. Und der Mittelfinger kommt dritte Bund auf die H-Seite. Zeigefinger unten, die 2 auf der E. Wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, ich habe diesen Griff noch nie gegriffen, und was ist denn das? Warum ist der so schwer? Da kann ich euch verraten, das sind halt die Barré-Griffe und die sind wirklich auch, ja, so schwer. So schwer sind sie eigentlich nicht, wenn man sie jetzt dann kann. Ihr müsst sie wirklich üben, ja. Und solche Lieder sind ein wirklich gutes Beispiel, dass einfach ein B-Moll, ein Barré-Griff, kommt einfach in den Liedern vor. Auch wenn es jetzt nicht immer in der Strophe ist, aber es, gerade bei Ed Sheeran-Lieder kommen Barrés mega oft vor, ja, weil er auch ganz gerne mal in der Tonart wechselt und, ne. So, und da spielen wir E-Moll. A und B. Nochmal E. A und B. Ja, schön. Der Wechsel dahin ist wirklich schwierig. Wenn ihr da wirklich ganz, ganz, ganz große Probleme habt, dann könnt ihr den auch so ein bisschen abkürzen. Könnt ihr versuchen, zum Beispiel, man kann manchmal ein D da spielen. Dann müsst ihr euch das anhören, ob ein D wirklich funktioniert.
Weil das D hier diese ersten drei Saiten auf der G, H und E-Seite benutzen die gleichen Harmonien. Ihr könnt auch versuchen, hier unten sowas wie so ein E zu spielen. Also von der A. So, dann hier so runter zu gehen. Das funktioniert auch, aber versucht einfach ein B-Moll zu spielen. Ja, bitte. Tut euch das nicht an, dass ihr sagt, nee, dann mache ich das Lied nicht oder nee, dann spiele ich da gar nichts oder so. So, dann kommt wieder E-Moll, zweimal. Und A dann zweimal. And I just wanna tell you I am. Dann sagt er, so honey no, so honey no. Da kommt nämlich der Chorus, der Refrain. Ja. Wir spielen aber jetzt einmal nochmal ganz kurz den Pre-Chorus zusammen. Ja, nochmal zusammen. Also, 1, 2, 3, 4 E-Moll. Doppelt. A. D. E-Moll. Doppelt. A. Doppelt. E. Doppelt. Jetzt kommt A und B-Moll einmal. E-Moll. Doppelt. A. So, honey, now. Und dann geht das wieder quasi von vorne los. Da haben wir wieder das D, Dfis, G und A. Wer möchte, kann bei diesem etwas dynamischeren Chorus dann vielleicht auch ein bisschen anschlagen. Ich lasse dann übrigens diesen Teil weg. Vom Klavier wird jetzt noch gespielt. Ich mache dann aber einfach. Ich spiele dann sowas. Ein bisschen dynamischer. So, und dann der Chorus geht halt 1, 2, 3, 4 Mal. 4 Mal geht das so mit dem D, die Fis, G, A. Und dann ganz am Ende gibt es eine sehr, sehr schöne aufbauende Harmoniefolge, und zwar B-Moll, A, G, D-Fis, E-Moll, A, D. Und das ist dann quasi auch dann gleichzeitig dann der Übergang wieder in den normalen Strophenteil. Das ist dann an der Stelle schon wirklich ein bisschen knifflig. Also wir kommen aus dem Teil. D-Fis, G, A. Und da kommt B-Moll, A, G, D-Fis, E, A, D. Könnte es noch nicht? Warum könnte es noch nicht? So, weil die Stelle ist wirklich schwierig, weil wir schlagen das wirklich nur einmal an. Entweder wir zupfen es einmal kurz oder wir spielen es einmal dann so an. Ne? Ich bleibe jetzt mal einfach mal beim Zupfen. B-Moll kennen wir schon. B-Moll direkt. B-Moll. Dann A, ohne jetzt Perkussivschlag, einfach nur drauf. B-Moll. Jetzt kommt das A. Jetzt kommt ein G. Jetzt kommt das D-Fis. Ein E-Moll. Und dann kommt A. Und das A wird ganz kurz gespielt. A, D, A, D, A, D. Adele. B-Moll. A, G, D-Fis. E, A, D. Das E hat auch schon ganz, ganz kleinen Ticken, wo es kurz, ne, kürzer klingt, ne? B, A, G, D-Fis, E, A, D. Und dann geht's wieder los. Also wirklich diese Endstelle bei dem Chorus ist wirklich schwierig. Das kommt auch jetzt nochmal, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ganz am Ende des Liedes wird das dreimal hintereinander gespielt. Und da habt ihr dann schon ordentlich zu tun. Ne? Dreimal hintereinander. Dazwischen, also jetzt nach diesem ersten Chorus, kommt eigentlich die komplette Struktur nochmal. Strophe, Pre-Chorus, Chorus. Dann kommt ein Solo. Ein richtig cooles, schönes, reduziertes Gitarrensolo in ein Ed Sheeran-Lied. Sehr geil. Das Solo werden wir übrigens auch noch machen. Ja, während des Solos spielte ganz normal die normalen Akkorde D,
Dfis, G und A. Einfach so weiter, ja. Übrigens nochmal als gedankliche Rückführung, in dem Lied kommen mal so ganz leichte gestrumpte Akkorde vor, sowas halt, ne. Das haben wir zum Beispiel beim Pre-Chorus ganz am Ende, E-Moll. So, das könnt ihr so machen, ne? Ihr könnt das entweder so anzupfen oder wirklich versuchen, so nachzumachen, wie in dem Lied das ist. Versucht einfach so ein bisschen mit dem Lied zu arbeiten. Ja, ich möchte nicht mir hier, ich sage immer, ich erziehe mir keine Schüler, die 100% immer nach den Noten spielen oder so, ne, ganz, ganz unkritisch nach den Noten. So, ja, da steht da, ich spiele das so. Hört einfach ein bisschen auf das Lied. Ed Sheeran spielt genauso, ja. Der macht sich auch keine Gedanken darum. Der spielt das eh alles immer, auch live, immer ein bisschen anders und so. Deswegen finden die Leute ihn auch so cool, weil das wirklich ein richtig schöner Herzblutmusiker ist. Ne? Das ist ein Mensch und kein Roboter. Und macht das auch so. Hört euch das Lied an, guckt, na, was gefällt mir denn da selber ein bisschen besser? Zupfe ich da oder spiele ich da ein bisschen an? Ne? Spielt einfach mal mit dem Lied mit. Das ist ein ganz, ganz tolles Lied. Wer kann und wer mag, kann auch gerne mal dazu singen, aber Ed Sheeran immer mitzusingen oder nachzusingen ist dann schon ein bisschen schwierig, ja. Wie gesagt, Solo werden wir noch in einem anderen Video machen. Ich hoffe, das hat euch hier gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, sprecht mich an wegen privaten Unterricht. Ihr könnt die Noten und die Unterlagen, die ich hier im Video verwende, könnt ihr gerne bei mir bekommen. Unter dem Video gibt es dazu einen Link und da gibt es dann so zwei Wege, die ihr da nehmen könnt, um an die Tabs zu kommen. Schaut euch einfach an, schreibt mich dann an, was für einen Weg ihr dann da gewählt habt und dann bekommt ihr dann dazu dann die Unterlagen, ja. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut, macht's gut. Ciao, ciao.